Guten Tag, Mahlzeit und hallo, liebe Leute. Willkommen zu 7 Days to Die. Ja, ich sehe komisch aus. Ich dachte mir, heute unterstützen wir mal meine feminine Art. Und ich setze mir, nein, das ist keine Perücke, mir sind natürlich die Haare gewachsen. Und wir sind bei 7 Days to Die. Ich habe mir ein paar Let's Plays von einem Amerikaner angeguckt, der das schon mal gespielt hat. Ihr könnt es euch vorstellen, im Endeffekt ist es wie Minecraft, nur mit Zombie-Apokalypse. Du hast so viele geile Möglichkeiten. Das werden wir jetzt alles sehen. Ein ganz kleines bisschen Vorwissen habe ich. Ich habe es aber selber jetzt noch gar nicht gespielt. Habe nur gerade Optionen eingestellt. My Name, My Neft's Game, New Start, New World. Okay, My Name. Yo, Mr. White. Und wir starten. Im Groben muss man so beschreiben, tagsüber habe ich die Zeit zu looten und mir Sachen zu bauen. Nachts muss ich quasi vor den Zombies mich verstecken. Und weil die Zombies sind halt nachts mega aktiv, sie sind viel schneller, viel stärker und so. Was der Amerikaner, dieser Crunch heißt der, was der gesagt hat, ist, dass es verschiedene intelligente Zombies gibt. Das ist natürlich extrem geil. Und man kann halt Sachen anbauen, man muss sich selber Essen anbauen, man kann halt alle Sachen selber craften. Es ist halt ein bisschen, halt schon wie Minecraft. Ihr seht das dann gleich. Und was muss ich hier machen? Hat er jetzt irgendwas? Coming in Alpha 2. Okay, also bis jetzt sieht das Spiel halt sehr rudimentär aus. Es hat noch keine gute Grafik und so. Ein paar Bugs sind halt noch drin. Aber so, im Grunde genommen ist es ja jetzt nur eine Alpha, so, ne? Was man halt heutzutage so kennt. Warum das jetzt nicht weitergeht, das weiß ich jetzt nicht. Weil so rechenintensiv wird es ja wohl nicht sein. Da steht aber auch nichts. Hallo, Escape. Enter, Leertaste, los. Hier, guck mal da, diese rechten, diese Bienen. Oh, guck mal, übrigens, ich habe einen Kaffee am Start. Lecker. Weil meine Frau ist heute auf eine Hochzeit und ich habe endlich Zeit zu zocken. Und es passiert hier einfach nichts. Warum passiert denn nichts? More Reps und Weapons. Improved Multiplayer Support. Also genau, das Spiel hat auch Multiplayer-Part. Wo man halt so, ja, irgendwelche Wellen von Angreifern widerstehen muss. Ich glaube, es gibt aber auch typische PvP-Situationen. Warum geht das denn hier nicht weiter? Ja! Und, boah, mir wird schon langsam echt ziemlich warm. Es geht einfach nicht weiter. La 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 la. Okay, gucken wir mal. So, es hat jetzt geklappt, wahrscheinlich. Enter. Wow. Wow. Boah, man wird ja hier einfach mega reingeworfen. Davon ist ein Zombie. Wow. Ah, dauert ein bisschen, bis man den zermatscht hat. Falls man ihn überhaupt hinkriegt. Stirb! Geht doch. Das Geile ist, halt die looten auch schon direkt. Also die geben schon direkt Loot. Oh, da vorne ist auch schon einer. Da vorne ist auch noch einer. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hier sind... Boah, ich erschreck mich erstmal voll. Also... Meine Haare. Hallo? Wow! Da ist ja noch einer. Ah, schlagen erstmal so drauf. Er schreit auf jeden Fall ziemlich rum. Boah. Essen. So, ihr seht, es ist halt schon ein bisschen wie Minecraft so. Diese Voxel-Dinger hier. Wow. Shit. Was war das? Zack. Dann kann ich hier so ein Ding. Collect Dirt. Ich habe einfach mal Dreck aufgenommen. Ja, das ist natürlich auch schon geil, dass man da in einem Baumstumpf eine Taschenlampe findet. Ah ja. So. Was habe ich hier? Hau ab, du, mit deinem Dreck. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Map. Woo! Ah ja. Bell Lake.
Devil's Will. Okay, gucken wir mal. Ich will natürlich da vorne zu diesen, zu der Stadt hin. Boah, die ganzen Zombies. Hilfe! Kann ich dich aufheben? Pff. Ah, da vorne sind Säcke. Kann man auch... Ja, irgendein Glas. Weg, 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 weg. Hier oben sind jetzt schon mal keine Viecher. Kann ich dich hier irgendwie aufsammeln? Ich würde ganz gerne hier irgendwas... Man kann auf jeden Fall hier irgendwas bauen. Buch, guck mal. Paper. Geil. Was ich damit machen kann, weiß ich noch nicht. Aber hier habe ich schon meine Flashlight. Kann ich auch mit der hauen so? Nö. Die kann ich nur so benutzen. Aber eine Flashlight ist schon mal ganz geil. Wo muss ich überhaupt hin? Oh, mehr rechts da so. Ich höre doch irgendeinen Zombie. Boah, das hört sich so an, als wenn die neben mir stehen würden. Loot. Loot, 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 Loot. Doch nicht. Halt, es ist halt einfach irgendwie Müll. Da vorne liegt was. Was ist da? Müll. Müll. Müll brauchen wir nicht. Ich bräuchte mal so ein bisschen Holz, aber ich glaube, bis ich hier den kaputt gemacht habe, ist es Sand Nimmerleinstag. Wow! Das passiert, wenn ich meine Fäuste einsetze. Geil. Ja, habe ich auch schon öfters gemacht bei mir. Einfach mal im Garten hingestellt und mit meinen Fäusten den ganzen Baum hier abgesägt. So, jetzt versuche ich mal... Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt... Woodplanks. Wo sind die denn? Ach so, die sind hier unten. Ah ja, warte, warte, warte. So. Ah ja, okay. 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 Und Sticks. Sehr schön. Kann ich jetzt mit den Sticks irgendwas machen? Ladder? Nee, will ich nicht. Wooden Club. Ah, geil. Mua. Mit rechts wahrscheinlich, ja. Rechts, 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 rechts. Geil. Hier schon mal. Wooden Club. Geil. Sharpen Stick. Okay. Achso. Ist jetzt nur so. Sharpen Stick. Ladder. Wooden Club. Okay, Wooden Club haben wir ja schon. Machen wir nochmal einen. Wer weiß, wie lange er hält. Oh, guckt euch diesen Knüppel an. Ich habe aber eigentlich vorhin auf Deutsch gestellt. Wo muss ich jetzt hin? Weiter nach rechts, okay. Wenn mir jetzt ein Zombie über den Weg läuft, ich hau ihn so tot. Ich hau dich tot. Wo bist du denn? Aber es ist, also es sieht jetzt nicht super toll aus, aber es ist halt stimmig. Minecraft sieht auch nicht toll aus und keiner beschwert sich da über die Grafik. Natürlich kann man da auch Texturen und so runterladen. Hier bei dem haben sie schon gesagt, dass es bessere Grafik geben soll. Guck mal, da vorne ist hier nochmal so ein Ding. Oder ist das meiner, wo ich vorhin war? Nö. Geil. Also ich kann mich auch einfach wegwenden. Garbage Trash. Oh. Ah, guck mal, jetzt kommt... Oh, Vögelchen. Wo seid ihr? Ich werde euch jagen und essen. Oh, guck mal, da sind vorne sind Blumen. Oh. Ach ja, ich muss ja auch mal auf meine Essensanzeige achten. Oh. Also wenn mein Sprinten so runtergeht, muss ich echt drauf achten. Kann ich euch... Oh, guck mal, Blümchen kann ich. Kann ich wahrscheinlich irgendwas nachher raus machen. Irgendeine Salbe oder sowas. Steine. So, wo muss ich jetzt hin? Da, wir sind da gleich. Wir sind gleich angekommen. Wo? Zombie? Ich höre einen Zombie, sehe ihn aber nicht. Ah, da hinten, glaube ich, oder? Da vorne? Ja. So. Ich muss immer meinen Sprinten jetzt mal ansehen. Und ich brauche auch langsam was zu essen und zu trinken. Vielleicht finde ich ja im Müll irgendwas zu essen. Ich höre Schritte. Auf jeden Fall habe ich mir mehrere Videos von dem einen Typen angeguckt und nachts geht es halt richtig ab. Jetzt tagsüber kannst du sogar an den Zombies vorbeilaufen und die checken es einfach nicht. Oder du kannst halt, ja, einfach nichts machen. Sie machen einfach nichts. So, da haben wir doch einen. Guck, ich zeige euch das jetzt mal. Hallo.
Ist da vorne noch einer? Ich find's aber cool, dass sie auch so rumstehen. Hallo, Zombie-Vieh. Oh. 3, 4, 5. Okay. 5 Klopper brauche ich. Ah, da vorne. Ja, sie sind jetzt nicht so super zu sehen. Aber das wird hier... ist für mich kein Problem. Mit meinem Knüppel mache ich sie alle nieder. Hallo. Keine Chance, komm. Wunderbar. Und er hat nichts. Ja gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich irgendwie... Ah, seht ihr links, 62 von 75. Mein hölzerner Knüppel. Wow, was eine geile Stadt. Guckt euch den Shit hier an. Geil, noch eine Taschenlampe. Gut, eine hätte eigentlich gereicht. In den Autos, habe ich gesehen, sind öfters auch irgendwelche Waffen. Was haben wir hier drin? Ihr seht halt, man kann alles mögliche looten. Geil. Komm, einfach alles mitnehmen. Oh mein Gott. Irgendwelche dicken, fetten Polizisten. Ist schon geil. Ich habe hier noch keinen, auch in dem anderen Video von dem einen Typ, habe ich noch keine dünnen Polizisten gesehen. Oh, wow, 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 wow. Hallo? Und ihr seht jetzt hier. Zack. Tür auf, Tür zu. Was ist hier drin? Nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist hier? Brauche ich nicht. Ich brauche vielleicht mal eine Waffe oder so. Gucken wir mal. Toilette. Ah, Shotgun-Munition. Das ist schon mal nicht schlecht. Pickup. Hm. Ich kann einen Sessel mir einfach aufnehmen. Ah, hier. Pickup. Ja, ich nehme einfach mal das Bett mit. Oh mein Gott! Kommen sie jetzt hier unten rein, oder was? Wow! Boah, jetzt habe ich mich aber schon ein bisschen erschreckt. Wow! Wow! Alter, Alter, Alter! Guck mal, da haben sie die Tür hier einfach aufgemacht. Schweine, die. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist schon etwas gruselig, finde ich. Aber ich brauche die eigentlich alle gar nicht kaputt machen. Weil die haben eh so oft wie hier nichts dabei. Ein Stick, weiß ich, habe hier 400 oder so. Okay. Ich brauche Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Hier ist nichts drin. Ich glaube, ich müsste zu irgendwelchen Fahrzeugen hin. Die haben, glaube ich, immer Waffen. Ja, ja, ja. Und auch was zu trinken und zu essen bräuchte ich. Haben wir da hinten irgendwelche Fahrzeuge? Fahrzeuge! Ja, ansonsten, ihr seht, oh, hört ihr das? Dieses Geflüster? Shit, macht mir doch nicht so eine Angst hier. Aber ich fand's jetzt krass, dass sie in das Haus reingekommen sind. Die haben die Tür aufgemacht, habt ihr das gehört? Zack, so höre ich das wenigstens, wenn hier einer reinkommt. Ja, boah, wir nehmen erstmal alles. Was war das? Candy Tin Can, okay. Kann ich das so irgendwie nehmen? Nö, das muss ich, glaube ich, so machen. Dann so. So wie halt in Minecraft. 7? Hallo? Nö. Okay. Dann war das Sham! Ken Ham! Kann ich das hier nicht nehmen? Ich will das essen. Ah, mit Rechtsklick. Gut, es war jetzt irgendwie so ein Bug oder so. Keine Ahnung. Nein, das ist alles scheiße hier. Oh, guck mal hier. Hat jemand hier verbarrikadiert quasi. Hier wird gefaucht und geflucht. Das Problem ist, es wird auch immer später. Ja, es nützt mir nichts, wenn ich hier Shotgun-Muni finde, wenn ich keine Shotgun finde. Shotgun! Komm, 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 komm. Weil es kommt halt jetzt gleich die Zeit, wenn es dunkel wird und dann gehen die Zombies herbe ab. Und dann muss man sich auch verteidigen und höchstwahrscheinlich werde ich auch in der ersten Nacht einfach sterben. Na, da haben wir eine Shotgun!
an. Ich werde euch alle weich prügeln. Und hier, ich glaube, die muss ich hier so reinnehmen. Komm. Wham. Komm, mach mal einmal, Mai. Bams. Ja, die hat natürlich nichts dabei. Aber hier in den Fahrzeugen, die scheinen wohl ziemlich gut zu sein zum Looten. Aber, da gibt es hier so Stacheln. Und diese Stacheln sind extrem gute Fallen für oder gegen Zombies. Aber wie ich die jetzt mache... I don't know. Ich weiß es nicht. Weak. Ah, noch Shotgun-Muni immer da drin. Das ist sehr schön. Was haben wir hier? Irgendwas. Ja, ach, Air-Conditioner. Auch nicht schlecht. Scrap-Metal drin. Sehr schön. Hallo? Garage? Wir nehmen uns das einfach mal. Also man kann als halt Sachen anbauen, eine Farm, da muss man hier, muss einfach irgendwelche Fallen selber bauen. Das ist alles scheiße hier. Ich brauch diese Spikes, ja. Und ich brauche was zu trinken auf jeden Fall. Vielleicht habe ich ja schon was zu trinken hier. Glass Jar, Chicken Ration. Okay, aber ihr seht mein Trinken da links. Hier links unten, was ist die Bottle Water? Geht das? 8. Komm. Yes! Trink es! Trink es, bis du nicht mehr. Bis du sitt bist. Scrap Metal, okay. Das ist alles ja schön und gut. Ich weiß nicht. Ich brauche Holz wahrscheinlich. Komm, wir gehen nochmal und holen uns nochmal Holz hier, so einen Baum. Ich glaube, das geht mit der Shotgun einfach besser. Guck mal, da hinten steht. Guck mal, da ist ein Zombie einfach gespawnt. Zack. Und das haben die hier hinten gehört. Wow, 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 wow. Der Baum, er ist auf mich draufgefallen. Habt ihr das gesehen? Da haben die Zombies das gehört. Und haben sich dann umgedreht. Das finde ich geil. Ab über den Zaun drüber. Ich sollte mir natürlich auch irgendein Haus auswählen. Hier vielleicht. Oh. Zack. So, dann gucke ich mal. Was kann ich denn hier so alles? Spikes vielleicht oder sowas? Was? Oh, Wood Plank, Paper, Log Cabin, Leather, Iron Ingot. Spike Club. Spiked Club? Geil. Was muss ich denn dafür da reinmachen? Hier die Teile. Ja, 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 ja. Ach so, war das gleiche? Oh. Jetzt habe ich verpennt. Komm. Barbwire. Sleeping Bag. Okay, Campfire. Aber Barbwire finde ich eigentlich schon mal nicht schlecht. Aber was kann ich da reinpacken? Wahrscheinlich das hier. Scrap Metal, oder? Ja, ja. Ching. 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 Barbwire. Das ist zwar sehr, 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 sehr klein und, aber was kann ich denn hier? Torch? Okay. Ich weiß es nicht. Buch? Nein. Hau ab! Das ist es auch nicht. Vielleicht hier das. Ah, eine Kiste. Log Cabin Wood. Yeah. Wir haben Kisten. Damit könnte ich ja schon mal ein bisschen was machen. Aber Sleeping Bag. Ich glaube, Sleeping Bag, mit was muss ich das machen? Weil das sind nämlich meine Respawn-Teile. Das habe ich schon in einem anderen Video gesehen. Aber. Wie mache ich denn. Wie mache ich denn diese Spikes? Die muss ich wahrscheinlich erst finden und dann kann ich die dann selber machen. So wird es wahrscheinlich dann, ja. So wird es wahrscheinlich vonstatten gehen. Immer dieses Buch hier. Nee. Sleeping Bag Lager. Ich will halt hier irgendwas. Das ist, mehr oder weniger doof und wir sehen, es wird, glaube ich, langsam Dämmerung und das ist scheiße. Dann versuche ich noch so viel wie möglich Shit hier zu finden.
Ja, komm, wir nehmen einfach alles mit. Ja, wir nehmen halt alles. Bett. Ah, nochmal Shotgun-Muni. Da gibt's halt so ein Vor oder sowas. Also so eine große Hütte. Auch so mit so Spikes und so. Oh, und jetzt wird's langsam hier schon dunkel. Ich weiß nicht genau, wann es anfängt. Aber wir machen jetzt mal eins. Den hier. Ich hab zwar nicht viel davon. Aber wir packen das mal dahin. Die. Und noch dahin. Zack. Und. Boah, ich habe keine Ahnung, ob die hier durchkommen. Kommen die hier durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich hier das so kaputt hauen? Boah. Ja, ist auf jeden Fall nicht so super. Zack. Zack. Ah, meinte die kommen da durch? Ich weiß es nicht. Aber hier ist es hier. Hier ist ja alles, obwohl das andere ist da verbarrikadiert. Komm. Zack. Zack. So, das ist verbarrikadiert. Aber so richtig toll ist das auch nicht. Hier ist noch eine Tür. Da könnten sie auch durchkommen. Und ich kenne das halt nur aus den Videos. Gleich geht es halt richtig ab. Die schreien. Es ist richtig krass. Und ich merke irgendwie ein Bett. Okay. Okay, hier ist auch ein Bett. Da. Ich weiß nicht genau, was ich hier mit dem Bett machen kann. Aber ich werde hier hochgehen. Boah. Jetzt ist die Frage. Habe ich noch irgendwas, was ich jetzt irgendwie da... Ich habe noch einen. Geil. So, die packe ich mir jetzt dahin und dann... Weiß ich nicht. Da, bevor sie hier hochlaufen, ich weiß ja jetzt nicht. Kann ich den da hinpacken? Kann ich ihn da hinpacken? Ja, so kann man es natürlich auch zumachen. Oh mein Gott. Ich glaube, es fängt jetzt gleich an. Ich habe Angst. Geil. Noch eine Waffe. Das wird uns nur weiterhelfen. Zack. Die Blümchen packen wir hier weg. Shotgun-Munition, 7 Stück. Okay, das ist auch nicht viel, aber... Okay, Essen ist alles noch im grünen Bereich. Glaube ich, denke ich mal. Und mir wird es echt warm hier unter dieser blöden... Perücke. Die ziehe ich jetzt auch mal aus. Kein Bock mehr. Aber die Käppi kann ich ruhig noch anders. Oh, jetzt geht's hier ab. Oh, unten kommen sie an. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte kommt nicht hier hoch. Oh mein Gott. Was? Krasse Geräuschkulisse. Ich weiß nicht genau, was sie machen, wo sie hingehen. Stürzt das Haus vielleicht gleich ein. Aber ich bin noch hier safe, oder? Sie kommen noch nicht hier hoch, oder? Oh, meine große verdammte Kacke hier. Hab ich grad Schiss. Oh, guck mal. Ich guck da rein, es ist nichts drin. Was kann ich denn mit dem Papier machen? Nix. Kann ich mit dir machen? Nix. Kann ich mit dem Scrap Metal machen? Nix. Aber ich habe hier Barbwire. Barbwire. Komm, wir gucken mal Barbwire. Was man damit so machen kann. Wie das aussieht. Ob das hier so... Ah, nicht schlecht. Kann ich das auch wieder aufheben? Muss ich wahrscheinlich kaputt machen, oder? Halt Minecraft-mäßig, ne? Ist das jetzt hier irgendwo? Scheinbar nicht. Oh mein Gott.
Oh, guck mal, da kommen sie wieder an. Da rennen sie, da rennen sie, da rennen sie. Oh, wie 28 Days Later hier unten. Oh. Haut ab, haut ab, haut ab. Boah. Die Frage ist, was sie jetzt da unten machen. Kommen sie hier hoch? Ich weiß es nicht. Ah. Boah, wir haben erst kurz vor 11. Huhu. Huhu. Wow. Da unten laufen sie. Da. Boah, nachts ist echt übel. Wie kann ich mich denn bücken überhaupt? Quitter oder Suicide? Geil. Ich will aber in die Option. Kann ich hier irgendwie... Hm. Okay, close. Hier sehe ich das richtig, dass sie da jetzt die ganze Zeit auf die... auf die Wände und so draufhauen. Seht ihr das da unten? Es ist alles ein bisschen blöd hier so von der Helligkeit her. Das war meine Kippi. Hallo? Verdammte Scheiße. Boah, es ist echt hardcore. Hallo? Wow. Was macht ihr denn da? Guck mal. Jump, jump, jump. Das. Ah, guck mal, da ist meine Kiste von vorhin. Und die kriegen die nicht kaputt. Ah. Doch. Doch. Doch, sie kriegen sie. Guck mal, die gucken sogar hoch. Seht ihr das? Die gucken zu mir hoch. Oh, ja, ist das creepy gerade hier. Und da habt ihr da gesehen, in dieser Kiste ist ein Riss drin. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das Haus gleich aussieht. Die kommen scheinbar nicht rein. Die haben da keine. Sie hauen auf jeden Fall da immer drauf. Und da ist schon wieder. Da ist immer mehr noch Kratzer. Jetzt ein Riss und gleich sind sie im Haus. Gleich sind sie im Haus. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber was kann ich dagegen tun? Ich kann eigentlich nichts dagegen tun. Ich könnte jetzt da runterschießen. Aber habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Irgendwie so mit der Pistole. Oder ich krieg da den Winkel nicht richtig. Lass bloß meinen Block Holz da in Ruhe. Boah, hört sich das creepy an, ey. Ich geh mal hier, vielleicht wenn sie nicht mehr, mich nicht mehr sehen, dass sie da nicht mehr versuchen anzugreifen. Hallo? Hallo? Heilige Scheiße! Wie lange geht denn das noch? Irgendwann hat man 0 Uhr, kurz vor 1. Mal gucken. Da. Jetzt gucken sie wieder hoch. Hallo. Aber sie sind noch nicht durch. Sie haben es noch nicht hingekriegt. Da vorne stehen auch mega Tausende. Ich finde diese Idee aber geil, dass es halt nachts ist. Es hat halt natürlich auch ein bisschen was von Minecraft, dass die Zombies natürlich immer nachts kommen. Aber ihr seht, hier ist es kommen immer neue Wellen von Zombies. Mich würde es interessieren. Heilige Scheiße. Boah, wenn ich da jetzt da runterfalle. Da bin ich leider weg. Da bin ich dann tot. Also nicht, weil ich den Durchschlagfallschaden, sondern einfach, weil einfach die ganzen Zombies mich auffressen werden. Was ich aber auch noch erwähnen möchte. Oh, hör auf, meinen Block da kaputt zu hauen. Was ich erwähnen möchte, ist natürlich, es ist eine Alpha immer noch. Und holt euch das Spiel, wenn ihr auf sowas Bock habt, auf so Zombie-Apokalypse und so. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir ein geiles Haus zu bauen, mir eine geile Festung, Felder anzubauen und so, was man halt so kennt. Oh oh. Die haben ja irgendwas kaputt gemacht. Ah,
gleich sind sie drin.